Während seine Ermittlungspartnerin das Gespräch mit Andrea Behrendt sucht, nimmt Kriminaloberkommissar Tom Ritter die Verfolgung von Matthias Behrendt und dessen persönlicher Assistentin auf. Die beiden haben zunächst einen kurzen Stopp bei einer Bank eingelegt, vermutlich um noch mehr Lösegeld zu besorgen. Als die beiden schließlich in ein Industriegebiet fahren, hält der Kommissar Rücksprache mit seiner Kollegin. Hallo? Sabine, schieß los. Was sagt Frau Behrendt? Was wir schon befürchtet haben. Behrendt hat Mischnick Geld unterschlagen. Deswegen hat er seine Tochter entführt. Wo bist du? Am östlichen Stadtrand. Was sagt die Mutter noch? Es gibt noch eine zweite Lösegeldübergabe. Der Entführer hat sich auf Annette Geigers Handy gemeldet. Also steckt die doch mit drin. Was denkst du? Wart mal, die halten hier an. Also wenn du mich fragst, die wirken nicht wie Erpresser und Opfer auf mich. Das sieht eher aus wie ein Team. Ich schau mir das mal von nahem an. Bleib dran, ja? Scheiße, Tom, was machst du denn hier? Felix? Was läuft hier? Mit dir habe ich hier nicht gerechnet. Auf jeden Fall einiges schief. Was hast du mit der Sache zu tun? Ich habe einen Tumor im Kopf. Kein Bock auf Chemo und Mitleid. Vielleicht noch ein oder zwei Jahre. Und die will ich leben. Und dafür brauche ich das Geld. Und dein Team, das ist doch einer von deinen Jungs. Die machen mit. Mann, Kumpel, ich glaub das nicht. Bist du irre? Warum machst du nicht auch mit? Der Behrendt ist ein Krimineller, der kann uns nicht bei der Polizei verfahren. Wir sind die Polizei, Felix. Komm schon, Tom. Da ist eine 500.000 für uns drin. Was sagst du? Da musst du meine Kollegin auch überzeugen. Die hat alles mitgehört. Gib auf. Improvisation? Ist das Merkmal eines jeden Polizisten. Tschüss, Kollegin. Bringen Sie rüber! Du bist komplett irre. Ist wahrscheinlich der Tumor. Schneller! Lass geh. Geh, Tom! Okay. Zentrale? Wir haben einen Notfall. Kollege Tom Ritter ist in eine Geiselnahme geraten. Am östlichen Stadtrand. Ihr müsst sein Handy orten. Ich brauche sofort alle Einsatzkräfte in Bereitschaft. Wir müssen das ganze Gelände abriegeln und ich brauche ein SEK-Team. Das Beste, das ihr habt, und zwar schnell. Es gibt da ein kleines Problem. Die Geiselnehmer sind wahrscheinlich Kollege Felix Zimmer und sein SEK-Team. Gebt mir die Koordinaten durch, wenn ihr sie habt. Ich bin unterwegs. Felix, glaubst du ernsthaft, ich bin allein hierher gekommen? Du kommst hier nicht mehr raus. Du auch nicht. Rein da! Rein! Papa! Senna! Gott sei Dank, Papa! Bist du okay? Ich kapiere gar nichts mehr. Was ist denn hier los? Das erkläre ich dir später. Bist du wirklich okay? Der Polizist, er hat mich von einem Keller von der Bar direkt hierher gebracht und wieder eingesperrt. Wer sind die ganzen Leute? Verdammt nochmal, du musst aufgeben. Du kommst aus dieser Sache nicht mehr raus. Das werden wir ja sehen. Du, mitkommen. Nein! 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 Scheiße, lass wenigstens das Mädchen hier. Ey. Ey. Ey, was hast du mit meiner Tochter vor, du Schwein? Ey! She never wants him to go. She never wants him to go. She never wants him to go.
Senna Behrens lebt, aber ihr Schicksal bleibt ungewiss. Denn der unheilbar kranke Felix Zimmer hat nichts mehr zu verlieren. Hinzu kommt, dass der SEK-Beamte ein Team hinter sich hat und mit der Polizeiarbeit bestens vertraut ist. Darum trifft der 38-Jährige auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Okay, soweit funktioniert alles. Ich will noch eine Kamera am dritten Eingang. Jetzt. SEK-Leute, das sind Ihre Kollegen, ich fass es nicht. Wenn Sie von Anfang an die Polizei eingeschaltet hätten, dann wäre das alles nicht passiert. Soll das ein Witz sein? Doch schließlich ein Polizist, der die ganze Nummer hier durchzieht. Okay, okay, Sie haben ja recht, lassen Sie uns die Nerven behalten. Mischnick hat Ihre Tochter entführt, richtig? Richtig, aber Mischnick ist im Krankenhaus, der ist raus. Okay, aber er hat seine in der Bar festgehalten. Als die Geldübergabe schief ging, muss Zimmer sie da gefunden und hierher gebracht haben. Und was hat er jetzt vor? Okay. Wir machen uns bereit. Ich bin gespannt, wie lange unser Kollege Ritter die Füße stillhält. Frau Geiger, warum hat sich Zimmer auf Ihrem Handy gemeldet? Er hat mich gestern auf der Dienststelle abgepasst und mit mir geflirtet. Ich habe ihm meine Handynummer gegeben. Er ist Polizist und hat mir das Leben gerettet. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Darum geht's doch jetzt gar nicht. Es geht um Senna. Herr Behrens, ich glaube eigentlich nicht, dass Felix Zimmer Ihrer Tochter irgendwas antut. Aber? Andererseits, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass er so eine Nummer durchzieht. Senna! 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 Hast du dich um das Mädchen gekümmert? Wie du es wolltest, Chef. Dann mach dich bereit, es geht gleich los. Alles klar. Showdown. Herr Behrens, wie viel Geld haben Sie beiseite geschafft? Was hat denn das jetzt mit irgendwas zu tun hier? Können Sie noch mehr Geld besorgen? Kommen Sie. Es geht um Ihre Tochter. Packen Sie aus. Halbe Million könnte ich vielleicht noch besorgen. Wie bitte? Oh Gott, was für ein Fehler. Ich hätte nie bei Ihnen anfangen sollen. Sie sind doch schuld an allem mit Ihren krummen Geschäften. Frau Geiger, bitte lassen Sie das jetzt, ja? Herr Behrens? Sie rufen jetzt Felix Zimmer hierher und bieten ihm noch eine halbe Million an. Offensichtlich ist Geld ja das Motiv für die ganze Aktion. Und dann? Und dann werde ich den Mann überwältigen. Los, rufen Sie den Idioten. Zimmer! Zimmer! Ich muss mit Ihnen reden! Mittlerweile ist das von Kriminaloberkommissarin Sabine Edel verständigte SEK-Team auf dem Industriegelände eingetroffen. Die Männer der Sondereinheit bereiten sich auf den Zugriff vor. Für die Beamten eine absolute Ausnahmesituation, denn sie haben es mit Gegnern aus den eigenen Reihen zu tun. Felix Zimmer hat sich die Entführung von Senna Behrens zunutze gemacht. Plötzlich ist er selbst der Entführer und seine SEK-Kollegen seine Feinde. Okay, Jungs, seid ihr bereit? 10, 7, 5, 12, 7. Wir sind bereit und drücken vor. Alles klar, wir gehen. Während die Sondereinheit bereits vorrückt, trifft auch Kriminaloberkommissarin Sabine Edel mit Kollegen der Schutzpolizei auf dem Gelände ein. Sie nimmt noch einmal mit dem abtrünnigen SEK-Beamten Kontakt auf und versucht, Felix Zimmer zur Besinnung zu bringen. Felix, das kann alles nicht dein Ernst sein. Todernst, sozusagen. Also hör gut zu. Was ist mit Tom? Ich glaube, der ist sauer. Felix, du hast keine Chance, hier unfair seid rauszukommen. Ich will nicht, dass Tom was passiert, aber du musst jetzt einfach... Dann haben wir das gleiche Interesse, Sabine. Ich habe Geiseln und ich werde nicht verhandeln. Ich will freien Abzug und ich will einen Helikopter. Sonst sterben die Geiseln, alle vier. Du bist total verrückt. Ja, vielleicht. Aber ich bin auch ein Profi.
Und wenn einer weiß, wie man aus so einer Situation herauskommt, dann bin ich das. Sag mal, wer sind denn eigentlich die Kollegen da draußen? Das werde ich dir bestimmt nicht sagen. Schade. Wäre schön zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Sabine, du hast eine Stunde. Eine Stunde? Du weißt selber, dass es länger dauert, einen Helikopter zu besorgen. Dann hast du Pech. Wie gesagt, ich werde nicht verhandeln. Eine Stunde, Sabine. Ende. Was ein arroganter Arsch. Habt ihr alles mitgehört? Ja, ich kann dir sagen, das wird eine harte Nummer. Ihr müsst Tom da rausholen. Ja, wir haben es jetzt nicht mit irgendwelchen Idioten zu tun, sondern mit einem bestens ausgebildeten Sondereinsatzkommando. Also kennt ihr die Jungs? Ja, und die sind gut, vor allem im Zimmer. Wir müssen uns irgendwas Neues einfallen lassen. Alle Standardmaßnahmen in solchen Fällen haben die mindestens genauso gut drauf wie wir. Okay, und was kann das Neues sein? Wir müssen einfach besser sein. Sehr witzig. Ich lass mir was einfallen, versprochen. Und außerdem sind wir ja die Guten. Lasst mich bitte nicht hängen. Ich will meinen Kollegen gerne lebend wiedersehen. Ja, ich weiß. Aber das Problem ist, wir kennen das Gelände nicht. Und wir wissen nicht, wo die Geiseln sind. Eigene. Du schaust dir das besser mal an. Der Vater randaliert. Wenn da mal nicht der Kollege Ritter dahinter steckt. Du kommst lieber mit. Zimmer. Zimmer, bist du da? Ja, was ist los? Ich bin etwas beschäftigt. Hör zu, Zimmer. Ich würde alles für meine Tochter tun, wirklich alles. Und ich könnte dir eine weitere 500.000 besorgen, wenn du Senna laufen lässt. Okay, ich komme jetzt rein. Vorsicht, hinter der Tür! Komm, lass es ein! Lass es ein, Tom! Ich knall ihn ab! Okay, okay, ist ja gut, ist ja gut. Ja, mein Freund, du hast dich schon immer für schlauer gehalten. Ich hatte schon immer mehr Glück bei Frauen. Gut gemacht, Baby. Ich wusste, dass er nicht stillhalten kann. Ey, das fasse ich ja jetzt wohl nicht. Du machst mit dem gemeinsame Sache. Der hat meine Tochter. Wie lange läuft das schon? Sie haben mir einen Hungerlohn gezahlt und mich gezwungen, bei Ihren kriminellen Geschäften mitzumachen. Was haben Sie erwartet? Dankbarkeit? Was ist mit Senna? Senna geht's gut. Ihr ist nichts passiert. Ich habe die Kleine im Keller der Bar gefunden. Annette wusste, dass er alte zahlen würde. Da haben wir uns zusammengetan. Schlau und hübsch. Was will man mehr? Ich will hier raus. Wir müssen sie fesseln. Mach deinen Scheiß alleine. Ups, hat wohl jemand schlechte Laune. Komm her. Kümmer dich um die beiden. Annette! Lass es. Annette, warte bitte! Du sollst es gut sein lassen. Stehen bleiben, Hände hoch. Ja, ist ja gut, bin ja nur ich. Eigene, ist gut. Sag mal, was ist eigentlich mit dir los? SEK drinnen und draußen. Ein Kommissar als Geisel und dann die Sache mit meinem Ex-Chef. Du hast mir versprochen, dass das eine ganz saubere Nummer wird. Geld kassieren und weg. Und jetzt entwickelt sich das alles hier zu so einem Western. Ist ja wie im schlechten Film hier. Du hattest den Bullen an den Fersen, nicht ich. Woher sollte ich wissen, dass die an mir dranhängen? Du bist der Profi, nicht ich. Ja, genau. Und deshalb regle ich das auf meine Weise. Und du gehst mir aus dem Weg. Ist das klar? Ob das klar ist? Was hast du mit Senna gemacht? Die ist in Sicherheit. Was genau heißt das jetzt? Wo hast du sie hingebracht? Die Kleine ist in Sicherheit. Du musst mir vertrauen. Wir kennen uns gerade mal seit einer Nacht. Annette. Das ist eine ganz leichte Entscheidung. Entweder du machst mit und kommst mit nach Mauritius oder du lässt es bleiben. Deine Entscheidung. Was, wenn ich mich dagegen entscheide? Was tust du dann? Dann muss ich mich um dich kümmern, damit du mir nicht in die Quere kommst. Ach, scheiß drauf. Felix! Ich kümmere mich so oder so darum. Felix, nicht? Sicher ist sicher. Los, an die Wand! Gib mir den Kabelbinder. Felix, das kannst du nicht machen. Halt den Mund. Felix, lass es! Ich bin doch eher auf deiner Seite. Du hast mir was anderes versprochen. Das ist ein Scherz, oder? Ja, ganz ruhig, Baby. Wir sind doch ein Team, oder? Ja, sind wir. Wir sind noch ein Team. Sind wir. Sind wir? Los, geh! Haltet die Stellung. Geh! Während Annette Geiger einsehen muss, dass Felix Zimmer sie nur für seine Zwecke benutzt hat, versucht Kriminaloberkommissar Tom Ritter mit aller Kraft, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. Mist.
Dinge sind so widerspenstig. Ich krieg meine Augen nicht auf. Ich kann's nicht fassen, dass Annette mit dem gemeinsame Sache macht. Ja, Felix hatte schon immer ein Händchen für Frauen. Die können ihm einfach nicht widerstehen. Hält aber nie lang. Herr Behrens, haben Sie eine Krawatte an? Ja, sicher. Und eine Krawattennadel auch? Ja. Perfekt, die brauche ich. Okay. Warten Sie. Ja, tiefer. Da. Ja. Okay, ich hab sie. Okay. Mist, ich komme bei mir nicht dran. Drehen Sie mal um, ich fange bei Ihnen an. Ich muss irgendwie versuchen, den Schließer auszuleiern. Ich weiß, wir hatten das Thema schon, aber ich kann im Moment an nichts anderes denken. Denken Sie, dass er Senna irgendwas antun könnte? Ich würde mir das nie verzeihen, wenn dir was passiert. Tut mir leid, Herr Behrens, aber ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, wozu Felix Zimmer noch in der Lage ist. Hätten Sie mich heute Morgen gefragt, ich hätte gesagt, niemals. Ich würde es mir wirklich nicht verzeihen, wenn jetzt irgendwas schief geht. Okay, ich glaube, ich hab's. Tatsächlich. So. Wissen Sie, vor 2 Jahren bin ich in Schwierigkeiten gekommen. Ich habe zu schnell expandiert, kam mit den Zahlungen nicht mehr nach und Mischnick hat mir Geld geliehen. Ja, und irgendwie... Bitte sagen Sie jetzt nicht, Sie sind da nur so reingerutscht. Irgendwie schon. Aber, ja, Mischnick gab mir Geld und wollte das von mir sauber wieder zurück. Er hat es mir unter der Hand gegeben und ich sollte es ihm waschen. Und dann hat er begonnen, mich zu erpressen. Was hätte ich denn machen sollen? Dankeschön. Los, hau mir ab. Obwohl sie sich von ihren Fesseln befreien konnten, ist die Gefahr für die beiden Männer noch nicht gebannt. Zur gleichen Zeit bespricht Kriminaloberkommissarin Sabine Edel mit dem Einsatzleiter des SEK das weitere Vorgehen. Das Team ist jetzt auf Position. Ich verstehe nicht, wie Zimmer mit seinem Team das komplett umstellte Gebäude verlassen will. Wir werden es gleich erfahren. Greifen wir zu, bevor das 1-Stunde-Ultimatum abgelaufen ist? Naja, die Frist läuft in 30 Minuten ab. Also warten wir. Wir greifen zu, sobald der Helikopter zu hören ist. Ich würde wirklich zu gern wissen, wo die Geiseln sind. Die Liebesgeschichte scheint nicht lange gehalten zu haben. Oder es ist wieder eine Falle. Oh, der ist komplett irre. Ja, soweit waren wir auch schon. Was hat er vor? Felix hat überall Kameras installiert. Er will alle Eingänge im Blick haben. Mist. Und was ist mit Senna? Er hat gesagt, sie ist in Sicherheit, aber ich weiß nicht, ob man ihm das glauben kann. Der ist ja komplett wahnsinnig. Und wie will er rauskommen? Er wartet auf den Helikopter. Der will das zweite SEK-Team überraschen, überwältigen und dann im Durcheinander mit deren Van abhauen. Bei der Einheitsuniform der Jungs könnte das sogar klappen. Die Situation ist verfahren. Denn das von Kriminaloberkommissarin Sabine Edel angeforderte SEK-Team ist von Felix Zimmers Männern wegen der Einheitsuniformen nicht zu unterscheiden. Der 38-Jährige scheint sich ein perfides Verwechslungsspiel zunutze machen zu wollen. Haben Sie Ihr Handy noch? Mhm. Da. 72551. Sabine? Tom, wie geht's dir? Wo bist du? Hör zu, ihr müsst zugreifen. Behrens und ich, wir konnten uns befreien. Ich werde versuchen, Felix außer Gefecht zu setzen und ihr übernimmt den Rest, ja? Was hat er vor? Er will versuchen, das SEK-Team zu überwältigen, sich mit deren Van aus dem Staub machen, während ihr alle denkt, dass er zum Heli rennt. Alles klar, okay. Dann gibst du den Startschuss. Was ist mit dem Mädchen? Ich weiß es nicht. Wir haben sie kurz gesehen, dann hat Felix sie mitgenommen. Wir wissen nicht, was er mit ihr gemacht hat. Ach so, noch was. Felix hat Kameras an allen Eingängen. Das wird ja immer besser. Gut, ich sag den Kollegen Bescheid und du gibst den Befehl zum Zugriff. Und Tom, pass auf dich auf, ja? Versprochen. Das Handy behalte ich vorerst. Hey, und ich? Sie sind da erstmal gut aufgehoben. Hey! Die Lage spitzt sich dramatisch zu. Wird es der Sondereinheit gelingen, das SEK-Team von Felix Zimmer zu überwältigen? Und was ist mit Senna Behrens? Die 18-Jährige muss auch weiterhin um ihr Leben fürchten. Kollege Ritter bewegt sich frei im Gebäude. Er gibt den Befehl zum Zugriff.
Alle in Bereitschaft. Der Zugriff erfolgt in wenigen Minuten. Der todkranke SEK-Beamte Felix Zimmer hat die 18-jährige Senna Behrens in seiner Gewalt. Während sich Kriminaloberkommissar Tom Ritter und der Vater der Entführten bereits befreien konnten, stürmt die von Kriminaloberkommissarin Sabine Edel angeforderte Sondereinheit nun das Fabrikgelände. Die Beamten haben es mit Gegnern aus den eigenen Reihen zu tun. Und einem Mann, der nichts mehr zu verlieren hat. Zugriff. Okay, Jungs, ich glaube, es geht los. Jetzt. 3, 2. Scheiße. Dich hat's erwischt. Hätte auch gut gehen können. Du hast gewonnen, mein alter Freund. Ist mir bitte nur eingefallen. Lass mich bitte einfach nur liegen. In ein paar Minuten ist alles vorbei. Vergiss es. In 6 Minuten bist du im Krankenhaus. Du wirst es wohl auf die Chemo ankommen lassen müssen. Und dann Gefängnis. Tut mir leid. Wo ist Senna? Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Wo ist die kleine Felix? Das war nicht zu Hause. Ich hab sie im Bus gesetzt, weil es alles schiefgelaufen ist. Ich tu doch keinem Kind was. Tom, bist du okay? Ich bin okay. Wir brauchen einen Krankenwagen für den hier. Der steht bereit. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Das mit der Annette habe ich wohl verbockt, was? Felix, du mir eingefallen. Halt einfach die Klappe und versuch nicht zu sterben, ja? Felix Zimmer wurde wegen erpresserischen Menschenraubs, Geiselnahme, Freiheitsberaubung und Bedrohung zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Sobald seine Schusswunde verheilt ist, wird er eine Chemotherapie beginnen. Thomas Mischnick muss wegen erpresserischen Menschenraubs, Nötigung und Geldwäsche für 7,5 Jahre ins Gefängnis. Zlatan Vukovic wurde wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, erpresserischen Menschenraubs und Geiselnahme zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Annette Geiger erhielt wegen Beihilfe zum erpresserischen Menschenraub und zur Geiselnahme eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 7 Monaten. Matthias Behrens wurde wegen Geldwäsche zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.